Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Sabek. Heute die Mittagsfolge für den Samstag. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Leider. Und zwar, wir hatten ja diesen Deal ausgehandelt hier, ne? Mit dem Abholzen, bla 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 und so weiter und so fort. Das Ganze hat einen Haken. Der ist gar nicht mal so geil. Ich muss das bis kommenden Freitag fertig haben. Dass wir zumindest nochmal mit den Bauarbeiten anfangen können. Das heißt, wir haben Stress. Das heißt, wir müssen hier dringend abfällen, abholzen. Ansonsten schaffen wir das niemals bis zum kommenden Freitag. Und wenn wir den Deal schon eingegangen sind, müssen wir das natürlich fristgerecht machen, ne? So, das läuft. Gleich mal abjucken, das Ding hier. Ach, das ist so kacke, dass der Termin dazwischen kam. Ich hätte so schön die anderen Ballen noch aufsammeln können. Ich hätte, ja. Weiß ich nicht. Ich hätte noch so viel Zeug vorgehabt, ne? Und jetzt muss ich das alles unterbrechen, weil ich unbedingt dieses Forststück wegmachen muss. Wir gucken aber gleich. Haben wir da vielleicht einen anderen Mod, mit dem wir das ein bisschen schneller machen können? Ich glaube aber nicht, weil ich forsttechnisch gar nichts mit reingenommen habe. Nee. Okay, das heißt, aber es gibt auf alle Fälle eine Theorie, sagen wir mal so. Und zwar ist es so, dass ich jetzt gucken werde, dass die Bäume, die den Weg hier blockieren, als erstes wegmache, damit ich hier schön runterfahren kann mit langen Stücken. Und weil wenn die mal unten sind, ist ja kein Problem, ne? Aber bis die halt da unten sind, das dauert halt einfach ein bisschen. Und das möchte ich halt so gut... Er ist halt schon wieder viel zu schwer, ne? Oder brauche ich mehr Gegengewicht? Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, das ist einfach noch viel zu lang. Das würde es eher sein. Es ist einfach noch viel zu lang. Okay, wir schneiden hier nochmal. Kann das sein, dass die Bäume hier länger sind? Ja, das heißt, das wird jetzt eine spannende Angelegenheit. Ob wir das schaffen bis nächsten Freitag? Oder bis kommenden Freitag, besser gesagt. Ich glaube ja schon. Wenn wir uns ein bisschen, also ich weiß ja, was man theoretisch schaffen könnte, wenn man zu viert ist. Von dem Alps-Projekt, das weiß ich ja. Und dem her, wenn wir da maschinentechnisch noch ein bisschen aufstocken würden, wenn wir das Geld dafür haben natürlich, weil, dann könnte man da auf alle Fälle was machen. Aber wie gesagt, das ist halt nur eine Frage. Das ist halt so eine Frage. Weil das, was ich hier mache, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber für den Anfang reicht es tatsächlich. So, kann ich das loslassen? Loslassen bitte. Dankeschön. So. Au. Jetzt wollen wir da nochmal. Also ein Baum besteht jetzt aus, sagen wir mal, drei Stücken. Sagen wir mal, drei Stücken. Aber diese, das ist hier so steil, das ist das Problem. Wenn du da halbwegs einen vernünftigen Baum dran hast, das ja. Wird nicht gut werden. Zack. Oh, ich stehe genau am Baum. Läuft. So, aber das ist, hat sich auf alle Fälle schon mal ausgestellt, dass wir relativ weit unten abschneiden. Den Baum, weil natürlich die Wurzel dann nicht so stört. Nicht so stört. Also ich habe nicht gesagt gar nicht, aber nicht so stört auf alle Fälle. So, komm ran jetzt hier, Kollege. Wir müssen hier Gas geben. Natürlich wäre natürlich ein großer Trecker besser, aber... Könnt auch, ich habe mir überlegt, den Fan zu nehmen tatsächlich, aber den Fan muss ich jetzt wieder ranholen und hier und dort auch schon nicht gesehen. Das dauert einfach zu lange jetzt momentan. Deswegen werden wir das jetzt zumindest heute oder zumindest für diese Folge mit dem Deutz hier machen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was auf alle Fälle gut ist, dass das einiges an Geld bringt. Also das habe ich mir am Anfang gar nicht gedacht, dass ich so eine gute Vereinbarung rausgeholt habe. Aber läuft. So, man könnte sich natürlich auch überlegen, so einen Standard, wo ist denn der? Ich bin ein großer Fan, oh, der ist natürlich auch nice, aber da müssen wir wieder abladen. Da müssen wir wieder abladen. Der Timberkipper? Sowas mache ich gar nicht, ganz ehrlich. So, das hier, das ist eigentlich das Ding, was, was jetzt nicht schlecht ist, sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist nicht schlecht auf alle Fälle. Gut ist es auch nicht, aber es ist nicht schlecht. So. Und zwar machen wir jetzt hier am ehesten den hier weg, weil der stört extrem. Kann ich dich wegmachen? Da müsste ich ja, ne? Alter, so viel Gestrüpp und Busch und... Okay, vielleicht.
Nee. Nee, der möchte noch nicht, okay. Ah, was mit dem hier? Ach, guck an, das läuft. Okay, das heißt, die an der Straße werden wahrscheinlich von dem Bauunternehmen dann weggeschnitten werden. Im Zuge des... Oh. Bitte fällst du um. Junge. Baum fällt. Batz. So, dann glaube ich, stellen wir den auch noch gleich, weil dann haben wir das auch gleich erledigt. Stellen wir gleich 2, 3 Stück. Und dann können wir gleich immer aufräumen, schneiden, sondern wir müssen erstmal jetzt schneiden, 2, 3 Stück und dann können wir die aufräumen und dann gucken wir weiter. Dann haben wir schon wieder sehr viel gemacht. Natürlich, alleine im Wald ist es natürlich auch kacke, aber ja, muss man jetzt halt so hinnehmen. Ich schaff das. Alter, das ist ein langer Baum, ne? Wahnsinn! Sieht das an, wie lang das Ding ist. Lass mir hier ein bisschen Äste wegmachen. Cool, dass ich die komplett überkreuzt habe. Ich könnte hier viel Gewinn spielen, glaube ich. Oder nee, nicht viel Gewinn. Wie heißt das? Wie heißt denn dieses Spiel jetzt? Fällt mir das nicht ein. So. Das sieht ja nicht mal so... Oh, hier. Hier ist aber noch Wildwuchs. Sehr schön. Wir machen ungefähr hier. Für den Motorsäge ist schon eine geile Sache, ne? Kannst echt alles in platt walzen, was du möchtest. Und einmal ungefähr hier. Bleibst du bitte ruhig? Wie soll ich dich schneiden, wenn du nicht ruhig bleibst? Mein Gott. Yes. Dann nehmen wir noch... Hier ungefähr. Ich wäre ein richtig guter Förster geworden, glaube ich. So ein richtig guter Holzarbeiter. Yes. Und dann machen wir hier noch einmal. Ich habe jetzt keinen Masterplan drin, wie auf der der Alps. Ne? Weil da sind wir ja schon hochprofessionell unterwegs auf der Alps. Was macht ihr hier? So. Nochmal ein Schnittchen setzen. So, jetzt hat er, glaube ich, nachgegeben. Das hier Stück steht hier auch schon. Läuft. Das passt. Dann machen wir hier nochmal ein Schnittchen. Da sieht das gar nicht mehr so schlecht aus, liebe Leute. So viele Bäume noch hier, ne? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Vielleicht habt ihr auch einen Mod für den Forst, der wird das Ganze ein bisschen beschleunigt. Aber soll kein Cheat-Mod sein, ne? Also ich möchte schon richtig mit Handarbeit machen, wenn man das so sagen kann. Nicht hier ein bisschen rumcheaten und dann liegen alle Bäume flach und sind geschnitten und hast ja nicht gesehen und Autoloader und weiß nicht, was noch alles gibt. Das möchte ich nicht tatsächlich. Ich möchte das schon durch ehrliche Arbeit verdienen. So. Einen Moment. Machen wir das so. Ist jetzt egal, wenn der jetzt zu lang wäre, weil wir sind ja eigentlich schon an der Stelle, wo er verkauft wird. Oder zumindest in das Werk gegeben wird. Oh, der ist aber echt immer noch zu lang, ne? Ja, wir gucken mal. Vielleicht schafft er das. Alter, wenn der Zinken vorne abbricht, ne? Mich würde es nicht wundern. Mich würde das einfach nicht wundern. Kann ich den auch so rein? So gerade? Geht das? Das ist natürlich jetzt kacke. Wenn ich den jetzt ablegen würde und er nimmt das so nicht. Das wäre nicht so gut. Aber wir gucken mal. Ja, es sieht nicht so geil aus auf alle Fälle. Also wenn ich das hier schneide zum Beispiel. Kann ich das hier schneiden? Ja. Das geht. Dann schneide ich hier nochmal. Hier ist auf alle Fälle mehr Platz als draußen. Das muss man auch so sagen. Zack. So, okay. Gut, dann gucken wir mal. Gehst du da jetzt rein, freiwillig, oder willst du... Wow. Okay, ich kann alle nochmal auf... sammeln. Sammeln. Oh, Moment, so. Rückwärtsgang reingeschmissen, ne? Also es ist nicht, dass ich jetzt dadurch mehr Geld rausholen möchte, aber er hat halt einfach nicht genommen, den langen Stamm.
Deswegen muss ich das einfach schneiden. Jetzt soll das aber passen, oder? Passt. Dann den hier. Noch zuerst den rechten. Weil da kann ich hier die Runde fahren. Hat ja schon 20% Schaden, ne? Aber das ist egal. Wir werden hier einiges in Geld verdienen. Und dann können wir hoffentlich uns auch den Schaden bezahlen lassen. Irgendwann mal. Aber ich glaube, im Forst gibt es ja immer Schäden, ne? Also du kannst gar nicht so sauber arbeiten, dass es im Wald keine Schäden gibt. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich. So. Man muss natürlich auch so sagen, dass es da hier auch schon nicht sehr einfach ist. Natürlich ist es einfach, es verdient das Geld, ne? Aber ich mache zumindest was für. Ist ja, kann man mir ja nicht vorwerfen, dass ich das nur irgendwie in der Ecke gestanden wäre und nichts gemacht hätte. Das ist ja auch Quatsch. So. Ich habe gehört, der Eingang ist blockiert. Das ist nicht so gut. Uiuiui, wie macht man das jetzt am besten? Okay. Geht das so, wenn ich das... Langsam, sachte. Ah, der hängt fest, glaube ich, oder? So, dann drehen wir den hier rein. Ach, ich möchte ihn nur reindrehen. Ich muss ihn da sowieso hier wieder zerkleinern. Alter, ich habe einen kleinen Zahnstocher gefunden. Guck mal. Kleiner Zahnstocher. Läuft. Vielleicht bringen wir den so rein. Sieht aus vorne wie eine kleine Karotte. Wow, hat sich ja wohl ausgezahlt, ne? Okay, wir müssen kleinere Stücke schneiden. So geht das gar nicht. So. Okay. Tatsächlich können wir eigentlich uns diesen Wagen gönnen, oder? Was kostet der nochmal? Ich hab's vergessen. 54? Das können wir machen. Weil da können wir die schön zurechtschneiden. Hier liegt was. Das machen wir jetzt tatsächlich. Und dann das mit dem Kran ein bisschen aufladen. Ich bin ein großer Kran-Fan, wie ihr wisst. Ne, Belgique und sowas, viel mit Kran gemacht. Heukran vor allem und da und hier, hast du nicht gesehen. Hat mir schon sehr gut gefallen. Könnte mal Gas geben hier vorne, kann aber nicht sein. Ich habe noch einen Termin heute, ey. Kennt ihr die Dauerhupe? Ranfahren? Aufblinken? Kann ich den hochheben? Ne, mache ich nicht. Aber theoretisch könnte ich jetzt wahrscheinlich. Moment mal. Bleib hier. Ah, ich muss hier abbiegen. Hast du nochmal Glück gehabt? So, guck mal an hier. Das ist schon ewig nicht mehr gesehen. Echt, ehrlicherweise muss ich sagen, das ist schon ein bisschen her. Aber ist auf keinen Fall schlecht. Also, ich finde den gut. Müssen wir gucken, vielleicht gibt es den Trigger, der ein bisschen weiter außerhalb ist und wir können dann Druckluftbremse hat er, ja hat er, klar, also und wenn du Leo fragst, ne, bei Leo hat sogar das Gewicht der Druckluftbremse. Ich glaube, der Leo weiß gar nicht, was der Druckluftbremse ist. Ich habe auch schon im Schwader eine Druckluftbremse gegeben, alles kein Problem. Kann man alles machen. Ich hoffe, dass wir mit dem Stepper hier ein bisschen schneller sind. Wie war das nochmal? Nee. Tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, wie der funktioniert. Kann ich mir das anzeigen lassen? Oh Gott, das will. Ja. Ach nee, genau, da gibt es keine Auswahlmöglichkeiten. Da musste es drauf sitzen, glaube ich. Wobei, wo war denn das? Nee, hier war das nicht. Entschuldigung. Geht schon weiter. Da muss es auf das Ding drauf sitzen, genau. Da gab es auch mal so eine coole Ansicht, aber ob es die noch gibt, ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt mal verladen. Beziehungsweise werden wir gleich hier hochfahren und das langsam. Und das dann gleich hier verladen, in der Hoffnung, dass das gut wird. So, Motor muss natürlich laufen. Ah, ja, genau, so war das. Stützen. Die läuft. Und dann, das war ja genau. Da hatte ich noch in Erinnerung tatsächlich, aber ich habe es nicht mehr genau gewusst, wie das läuft. Aber ich glaube, so war das, oder? Wow. Schaffst du den nicht? Schick ihn zurück, habe ich gelernt. Wow.
Ja, ich glaube, er hat sich gefangen. Ja, ich glaube, er hat sich gefangen. Könnte auch sein, dass ich ein Stück zu lang abgeschnitten habe. Das möchte ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber mit der Falle noch zwei, drei Stücke möchte ich rauflegen. Das Problem ist halt, dass du hier keine freie Kamera an sich hast, sondern nur diese und das war's. Aber ich glaube, das passt. Kann ich das bitte aufmachen? Dankeschön. Ach nee, guck mal, das ist zu lang. Oh nein. Das heißt, wir müssen das nochmal schneiden. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Das heißt, wir müssen echt kleiner schneiden, ne? Ungefähr hier, so. Ja, so bitte. Das ist schade, weil, ja, gibt es eigentlich, genau, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, auch gerne mit Link. Gibt es diesen Hänger, so wie er jetzt ist, aber länger? Das wäre eine gute Frage. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder die ganzen Timberkeeper-Vorschläge, ne? Die kenne ich schon. Tatsächlich, es gibt sowas, aber weiß nicht, ob das so geil ist. Das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht. So. Mal reingelegt hier, aber sieht auf alle Fälle cool aus. Ich finde schon, dass es gut aussieht. What? Der will nicht hier hoch, aber er weiß halt, was ihn erwartet, ne? Drehen. Zack. Mal runter. Wow, komplettes Leere gefischt. Aber das siehst du halt von hier oben so schlecht, ne? Jetzt muss ich das so machen. Ich sehe sonst gar nicht. Also wie gesagt, Mod-Vorschläge gerne in die Kommentare, was Force betrifft heute mal. Aber keine XXL-Geräte, bitte, bitte, bitte. Keine übermäßigen Bagger oder sonstiges. Ich könnte es gerne reinschreiben, aber das wird nicht kommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So ein kleiner Bagger vielleicht, wäre ich nicht abgeneigt. Aber nichts XXL auf alle Fälle. Das passt nicht hierhin, glaube ich. Und am Anfang habe ich auch kein Geld für solche Sachen. Ist es besser, wenn ich ihn hier einfach so auslasse? Ah ja, guck an, das ist besser. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch einen bekommen auf die schnell. Oh ja, den müssen wir aber auch nochmal schneiden. Den müssen wir auf alle Fälle nochmal kürzen. Weil der ist ein bisschen zu lang. Aber der hier passt doch, oder? Wow. Da reicht der Kran. Oh, ich möchte den anderen nicht mitschieben. So. Moment mal, das machen wir jetzt anders. Den legen wir uns jetzt nochmal so hin. Damit wir dann den schön mittig zentriert krapschen können. Würde ich jetzt schon sagen, greifen können natürlich. So. Ich habe das schon drauf, ne? Also muss ich echt so sagen. Ich habe das schon, ich habe das im Blut, glaube ich. Aber ich glaube, er ist wieder zu lang. Müssen wir jetzt mal gucken. Ja, es sieht fast so aus. Als wäre der ein Stückchen zu lang. Da muss ich halt extrem konzentrieren bei solchen Hebearbeiten und so Kranarbeiten, ne? Da ist nicht einfach so ein bisschen, jojo, mach mal drauf das Ding, ne? Das geht da nicht. Ja, ungefähr hier, würde ich sagen. Zack, perfekt. Die zwei legen wir noch auf. Ist falsch. Die zwei werden noch aufgeladen. So. Ist ja noch ein Stückchen zu lang, ne? Aber ich justiere jetzt nicht nochmal. Passt. Perfekt. Nicht alles kaputt machen wieder. Boah, wo ist denn der hin? Oh mein Gott, der ist da ganz runtergerollt, ne? Verdammt. Okay, ist egal. Liebe Leute, wir sind für den Moment fertig. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber da noch umfreuen. Kann man nicht ein bisschen vorschubben? Oh, das ist geil. Das ist gut. Zack. Zack. Nice. Ja. Wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, später um 16 Uhr zu einer weiteren Folge auf der Sabek. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.